Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, es ist so einiges passiert in der letzten Folge und dabei war vieles nicht gut. Wir sind jetzt wieder in, ich weiß gar nicht, wie das Städtchen hier heißt. Wir müssen auf jeden Fall mit Finn sprechen. Ich hoffe, dass er wenigstens positive Neuigkeiten hat nach allem, was passiert ist. Man weiß ja nicht, was... ich glaube, er ist unten. Man weiß ja nicht, was noch alles rauskommt. Ob sie ihn eventuell gefunden haben, also den zukünftigen König, oder ob er jetzt kein zukünftiger König mehr ist, oder wie auch immer. Warum schleiche ich hier eigentlich gerade? So, Moment, wo ist er jetzt? Ist er hier drin? Oswald ist tot. Wir betrauern den Verlust unseres zukünftigen Königs, der Hoffnung für East Anglia. Wir werden seinen tapferen Kampf in Dunwich nie vergessen. Wir erinnern uns, wie er sein Schwert gegen Rüds erhob. Noch ein verlorener König. Du solltest nicht ständig in Met baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Wir vernichten den Clan. Ja, das definitiv. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennend gegen das Tor segeln. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Anglias. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Anglia weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern! Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford. Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Ja, das ist auch sehr wichtig im Leben. Na komm, wir reiten hin. Nein, falsche Richtung. Hallo. Geht das noch? Hier geht's raus. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht. Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekommen. Ja, das stimmt, Vorsicht. Der war noch nicht gekrönt. Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Vorsicht, Rüds Clan könnte noch in der Nähe sein. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch... Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Theodford, da vor uns. Holz, Rauch und Asche. Rüds Männer waren hier. Aber das sind nicht die, die jetzt da oben drauf sind.
Pflicht ist, mein Kind. Wir dürfen nicht verschwenden, was der Herr uns gibt. Und du, Vater? Es ist so wenig. Es wird nichts übrig bleiben. Die da bist, damit du stark bist. Okay. Notausgang zu meinem Nerven? Alles ist weg, Rewe. Alles. Ruhig, mein Freund, wir bauen wieder auf. Das ihr habt wirklich Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Rüds Clan ist dein Gegner, nicht ich. Ich komme im Namen des verstorbenen Oswald von Elmenham. Doch du bist von Kopf bis Fuß dänisch. Deine Einmischung führte zu Oswalds Tod, was die Lage unseres Königreichs noch verschlimmert hat. Tja, stimmt beides. Oswald war ein Freund und Verbündeter, Greve. Er kämpfte an meiner Seite und ich an seiner. Und sieh, wohin es ihn brachte. East Engler wird fallen, wenn Rüds Clan nicht besiegt wird. Kämpf mit mir, um sie zu vertreiben. Für Oswald und deine Familie. Schöne Worte, Dänin. Aber die Männer Theodfords haben eigene Schlachten zu schlagen. Falls du eine Axt brauchst, ich stehe bereit. Im Osten ist ein Dorf, Kuningsrast. Es wurde vor 2 Wochen von Rüds Männern eingenommen. Ich werde nicht ruhen, bis das Dorf wieder uns gehört. Lass meine Männer und mich das erledigen. Spar deine Kräfte und schließ dich uns in der kommenden Schlacht an. Ein kühner Vorschlag. Wenn du hältst, was du versprichst, werden die Spieße Theodfords dir folgen. Ich überbringe die Nachricht an unseren Vorposten. Triff mich dort, sobald du kannst. Verlass dich auf mich. Die Kirche in Kuningsrast trägt ein großes Horn auf ihrem Turm. Wenn das Dorf befreit ist, stoße ins Horn und ich weiß, dass du Wort gehalten hast. Ruhig, mein Freund, wir bauen wieder auf. Okay. Das verspreche ich dir. Ich habe keine Kraft mehr. Halte durch! Hey du, Dänen, auf ein Wort. Und dann? Willst du verprügelt werden? Ihr habt gerufen? Wir haben gehört, wie du mit dem Greve sprachst. Und wir möchten an deiner Seite kämpfen. Oh. Wir schulden es Oswald für seine guten Taten und gerechte Herrschaft. Das freut mich zu hören. Zieh zu den Ruinen nördlich von Castell Buch. Dort sammelt sich die Armee. Also es freut mich schon irgendwie zu hören, aber es sind halt einfache Bauern. Ob die wissen, worauf die sich einlassen? Oh, du Armer, deine Mutter? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Bevor die bösen Männer kamen. Sie wollte gleich zurück sein. Doch sie kam nicht. Sie kommt nicht. Na gut, wir machen uns auf jeden Fall erstmal auf zum Zielort. So, Schätzchen, dich lasse ich vorsichtshalber hier draußen. Koningsrast. Heimgesucht von Rüds Männern. Ah, da sind sie auch schon. Okay. Die werden sofort angreifen. Das war so klar. Schon aus! Nein, geh doch mal da runter. Oh, wo ist der Typ hin? Zurückfallen! Oh.
Oh, die sind nervig, die so schnell sind, ey. So, da vorne war doch da. Da war doch noch was zum Heilen. So geht das ja nicht hier, nur weil sie hier alles haben explodieren lassen. Hilf mir. Sei meine Augen. Okay, da oben sind noch welche, aber hier vorne anscheinend nicht. Kommen wir hier so rein? Selber erstmal gucken hier. Da ist ein Schlüssel. Die habe ich schon. Brauche ich nicht mehr drauf zu warten. So nicht. Nicht mit mir. Hey, dann komm. Gehst mir nämlich auf den Sack, Junge. Oh, eine Rüstungsrune. Hat er überhaupt schon mitbekommen, dass ich da bin? Anscheinend noch nicht. Das ist geil. Hat er vorher geschlafen oder was? Hä? Wo ist der jetzt hin? Komm, Kleiner, komm her. Och, ist es dein Ernst? Wie feige ist der denn? Kann ich hier oben noch irgendwas machen? Ich habe doch hier irgendwo noch den Schlüssel, oder? Ich suchen muss? Oder habe ich den schon? Moment. Geht doch. So. Okay, hier ist abgeschlossen. Da sind noch drei. Überblicke das Land, Freundin.
Gibt's da nicht? Hier war doch irgendwo ein Schlüssel. Lauter Schätze. Aber ich brauche Hilfe. Sei denn? Okay, das funktioniert nicht. Hier gibt's gute Beute. Die Mannschaft könnte sie aufs Schiff verladen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe keine Mannschaft bei mir, Leute. Obwohl? Doch, irgendwie schon. Wo sind die denn, Leute? Kommen die auch mal? Ich kann das anscheinend alleine nicht aufbrechen. Hallo? Leute, ernsthaft jetzt? Oh, Moment. Das ist ja richtig ätzend hier. Kommt mal her, Jungs. Nein. Wir müssen den Mast legen. Was soll das denn jetzt? Ich hab nicht gesagt, dass ihr rückwärts fahren sollt. Stellt den Mast! Mann, ehrlich. Da! Ich sehe befestigt! Und das da weg! Das Schlachtschweiß fließen! Los jetzt, Wikinger! So, ich habe schon mal alle Rettet erledigt Sie hier. Alle. Aber von euch muss jetzt mal einer mit mir, die Tür aufbrechen. Komm schon. Jungs, Mädels, nicht so schlapp auf den Beinen, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Ne, die brauche ich nicht. Aufbrechen, genau. Du bist erledigt. Ich glaube, mit dem kämpfe ich lieber draußen. Habe ich ein bisschen mehr Platz. Na komm. So geht's natürlich auch. Es reicht. Du stirbst. Ach, du sollst den plündern und nicht den Proviant nehmen? Stirb! Ernsthaft, Leute. Wo geht der mir auf den Sack? Gute Beute! Geht Verschwinden doch. Wir! Ich sollte ins Horn stoßen, um die Siegesnachricht zu verbreiten. Geht doch! Auch wenn...
irgendwie gerade sämtliche Leichen weg sind. Okay. Habe ich jetzt endlich den Schlüssel bekommen hier? Natürlich nicht. Wieso finde ich den denn nicht? Vorhin wusste ich doch noch, wo der ist. Zeig mir, was vor uns liegt. Oder liegt das jetzt daran, dass ich die jetzt alle gekillt habe und die jetzt alle nicht mehr hier liegen und ich dementsprechend den Schlüssel nicht mehr nehmen kann? Das wäre natürlich scheiße. Zeigt nämlich nur noch die Rüstung an. Hm. Das ist echt Mist. Das ist so richtig Mist, ja. Kann ich den Schlüssel dann vielleicht irgendwo finden? Magistermaske, sehr schön. Ah, da ist der Schlüssel. Was lange währt, wird endlich gut. Perfekt. Aber es ist trotzdem komisch, dass er mir das da nicht mehr angezeigt hat am Ende. So, wir müssen ja sowieso, glaube ich, hier hoch, ne, um einen Zorn zu stoßen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kupfernickelbarren. Sehr schön. Hier ist auf jeden Fall kein Horn. Ach, das ist da ganz oben. Okay. Na gut, klettern wir eben hoch. Was macht der denn? Hallo? Oh nein, bitte nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Och, komm schon. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Schnellreise nicht verfügbar. Leute, ganz ehrlich, solche beschissenen... Nee, ist klar. Wofür bin ich denn jetzt gestorben? Solche beschissenen Fehler dürfen einfach nicht sein, Leute. Ganz ehrlich. Wenn der jetzt nicht gespeichert hat, nachdem ich das alles gemacht habe, dann raste ich hier wirklich aus. Okay, anscheinend hat er doch gespeichert. Komisch, jetzt auf einmal kann ich da hoch, ja? Aber eben musste es mich erst das Leben kosten. Hier irgendwo runterspringen? Der Greve steht an meiner Seite. Hoffen wir, dass er sein Versprechen hält. Theoretisch kann ich da runterspringen. Ist so die Frage, ob das so gut ist. Okay. Wie lange habe ich diesen süßen Klang nicht gehört? Nein. Sei gegrüßt. Ich habe mein Versprechen gehalten, Greve. Hoffentlich ehrst du auch das deine. Das werde ich, ja. Theodfort wird mit dir gegen Rüds Clan kämpfen. Mit deiner Hilfe werden wir East Engler vielleicht retten.
In der Vergangenheit wurde das Horn genutzt, um Menschen aus dem ganzen Land zur Fürth zu rufen. Vielleicht findest du noch andere, die den Ruf gehört haben. Gut. Wen auch immer du findest, versammle sie bald bei den Ruinen nördlich von Castellbuch. Yes. Und damit haben wir auch mit erhobenem Stahl abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben nochmal die tosende Wut der See. Okay. So, darf ich jetzt endlich wieder was drücken? Dankeschön. Wir haben nämlich nochmal Fertigkeitspunkte dazu bekommen. Und wie immer schaue ich nochmal eben, was ich hier noch machen kann. Kritische Treffer. Fernkampf. Hier unten wissen wir noch nicht, wo wir hinkommen. Haupttierbogen. Naja, wobei nach unten kommen wir wahrscheinlich wieder zum Gelben, nehme ich mal an. Betäubung. Widerstand. Der Widerstand wäre natürlich nicht schlecht. Fernkampffähigkeiten. Aber wir könnten natürlich auch hier drüber weitergehen und dadurch das nächste freischalten. Dann mal schauen, was haben wir denn da? Schrecken. Nach einem Benommenheitsabschluss ducken sich schwächere Gegner womöglich vor Angst. Okay. Ja, kann ja nicht schaden, wenn man sich das Ganze freischaltet, ne? Okay. War ein bisschen chaotisch am Ende, vor allen Dingen dann auch mit dem Grafikfehler und so weiter. Das sind halt so Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Gerade mit so einem großen Titel wie Assassin's Creed. Aber, naja. Es passiert halt immer wieder, gerade bei solchen Titeln. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.